Tja, da sind wir schon wieder, oder was? Hm? Jetzt werde ich geschimpft. Oh, meine Frau wollte gerade mit mir rausgehen. Ja, jetzt muss sie sich gedulden, ne? Sagt sie ihr nochmal. Du musst dich gedulden. 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 So, ich hoffe, ich habe eure Stimmen einigermaßen gut hingekriegt. Jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Den Tanzzombie, der wird Dings. Ja, das machen wir alles mit der Standardbesetzung. Was könnten wir denn jetzt noch brauchen hier? Überlegt mal. Sonnenblumen haben wir, Doppelsonnenblumen haben wir. Geschossen wird nicht mehr. Feuer nochmal? Oder lieber noch was Oh-Fuckiges? Oh-Fuckig. Ich wollte eigentlich die Cattails ausprobieren, ne? Komm, machen wir mal. Let's rock. Aber die sehen wir jetzt ja auch gar nicht so richtig, ne? Na, ist egal, wir gucken mal, was wir tun können. Ich muss eine Nordwandnuss ersetzen. So viel steht fest. Das ist diese hier. Und hier unten fehlt noch eine. So. Alles klar. Das ist aber alles schon ein bisschen krasser und auch kritischer, als es das noch in den anderen Levels war. Vor allem, weil die haben so turbo-schnell die Nüsschen weggefressen. Und die hatte so einen ewig langen, fiesen Cooldown. Letzte Folge haben wir uns unterhalten über Filme. Ich habe ja momentan so ein Erlebnis der dritten Art mit dem lieben Batman gehabt. Der eine oder andere hat es vielleicht bemerkt, dass es da ganz kurz mal was auf meinem Kanal gab, was da zumindest laut der Meinung des Publishers nicht hingehört. Weiß nicht, warum die machen wie Sissi, aber die stehen da scheinbar nicht so richtig dolle drauf, wenn man Let's Plays von deren Spielen macht. Und da ich das ja, hatten wir ja in vor drei Folgen nur als Hobby betreibe, habe ich gesagt, ich habe keine Lust, mich da zu stressen und mich jetzt mit irgendwelchen mächtigen Konzernen anzulegen, nur damit ich da Videos auf meinem Kanal zeigen kann. Sorry Leute, ihr seid mir einiges wert, ihr seid mir wichtig und ich habe euch alle lieb, aber der Stress ist es mir da nicht wert, weil ich ja in meiner nur ein Hobby-Folge schon erzählt habe, dass das nur ein Hobby ist und dass ich das zum Spaß mache und dass es mir auch sehr viel Spaß macht und den will ich mir nicht verderben, dadurch, dass ich mich unnötig rumstreite. So viel zum Thema Batman für diejenigen, die es interessiert. Also, der Publisher wollte es nicht. Demnach, beziehungsweise dem, habe ich dann wohlwollend nachgegeben. Diesem Wunsch. So, jetzt beobachten wir mal den Cattail. Ja, momentan sind einfach so viele da, dass er auf jeden Fall trifft. Das Ding ist, wenn der gezielt hat und der Zombie fällt um, dann fliegt der Stachel ins Nirvana. Ja, scheiße, das kann ich jetzt hier nicht sehen. Jonas, ich überprüfe das. Ich gucke es mir in der nächsten Zeit gucke ich mir das Video, wo du das kommentiert hast, nochmal in aller Ruhe komplett an. Um das einfach auch mal zu sehen, dieses Phänomen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Cattails hier sitzen. Das ist sicherlich, auch wenn die vielleicht oftmals verfehlen mögen, nicht von Nachteil. Es soll uns nicht zum Nachteil gereichen. Okay, Sonnen habe ich jetzt wieder zum Koten. Aber ich brauche eine Nordwandnuss. Da unten ist eine kaputt. Ich setze mal hier irgendwie zur Not so ein Ding hin. Damit ich da erstmal ein bisschen Ruhe habe und dass mir nichts kaputt geht. Die Nordwandnuss braucht noch einen kleinen Moment. Feuerkraft. Da soll es jetzt nur nicht dran scheitern an der Feuerkraft. Da haben wir hier noch von. Das kannst du wissen, war hier oben fehlt ein Magnet. So, der kommt dahin. Huge Wave. Ukraine. Ukraine war, glaube ich, eine Geistergestalt in das Geisterschloss. Eigentlich auch ein sehr guter Film. Nicht sonderlich spektakulär. Ich wollte einfach mal so ein Ding hier setzen, ne? Huch! Diese verfluchte Bildschirm. Ich muss wieder im Fullscreen spielen. Das nervt ja mich auch selbst schon, war das kannst du wissen, du. So, genau. Da, Batman, genau, Batman. Batman war mal stehen geblieben. Was wollte ich zu Batman sagen? Zu Batman wollte ich sagen, ich bin ja ein steinigt mich, bewerft mich mit was auch immer ihr wollt, foltert mich. Ach du Scheiße. Aber ich bin tatsächlich ein Fan der ganz alten Batman-Spiele.
Filme. Also, ich bin Michael Keaton Batman Fan. Ja, wie gesagt, tut mit mir, was ihr wollt, aber es ist so. Und so wird es auch bleiben. Ich meine, hier Dingenskirchens, wie heißt er gerade, der Batman? Kommst du auf den Schauspielernamen? Seht ihr, er ist mir so unwichtig, dass ich nicht mal den Namen behalten kann. Heath Ledger hat ja den Joker gespielt, postmortem noch geehrt worden für diese Leistung. Gut, ja, durchaus. Will ich jetzt nicht schmälern, die Leistung. Aber ich bin auch an dieser Stelle eher der Jack Nicholson Joker-Fan. Definitiv. Und ich denke, auch dies wird sich nicht ändern. Ja, ich habe die neuen Batman-Filme gesehen, die sind okay. Ja, will ich nicht meckern. Kann man sich nicht beschweren. Ist gut. Aber ich bin Fan der alten Schule. Scheiße, ich habe die Spikes nicht mitgenommen. Damit hätten wir uns einigen Ärger ersparen können. Den aktuellen Batman. Ja, genau, The Dark Knight hieß der. Ich kriege gerade wieder die Infos von rechts rein. Von links. Rechts! Was? Christian Bale? Genau. Heißt der Christian Bale? Ja, Christian Bale, okay. Ja, das ist der aktuelle Bruce Wayne Batman. Ich bin ein Michael Keaton-Fan. Val Kilmer war scheiße als Batman. Definitiv. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. George Clooney, ja. Der Clooney-Schosch. Ne, der Clooney-Schosch, den mochte ich in Emergency Room schon so gern gucken immer. Der ist ja so schön auch immer gewesen, ne, der Mann. Der Clooney-Schosch. Und Emergency Room, da hat er die Kinderärzte gespielt, die Sympathie-Jäge, weißt du eh, ne? Und, nein, komm. Wir wollen jetzt mal nicht übertreiben. Aber der Clooney-Schosch als Batman war auch nicht so toll. Michael Keaton ist mein Lieblings-Batman und der Jack Nicholson ist mein Lieblings-Joker. Wen gab's denn? Gab's schon doppelte Bösewichte? Ja, im Prinzip schon, weil Two-Face kommt vor in, Two-Face kommt vor in dem Batman, ich glaube eben gerade dem mit dem Clooney-Schosch. Tommy Lee Jones und Two-Face kommt vor erstmal als Harvey Dent jetzt hier in der zweiten Serie. Die basiert ja auch auf einem anderen Comic, soweit ich weiß. Und dann eben auch als Two-Face, den Schauspieler weiß ich aber nicht. Muss man auch nicht unbedingt kennen, glaube ich. Und dann gab es den Riddler, der verkörpert wurde von Jim Carrey. Einem meiner Comedy-Lieblinge, gebe ich offen zu, ich mag diesen Mann dermaßen und ich habe mich mit diesem Mann habe ich gleichzeitig vor Lachen mich angemacht und geweint bei diversen Filmen, unter anderem Ace Ventura, legendär geil. Da kriege ich Lachflashs heute immer noch. Ich weiß nicht wieso, es ist eigentlich viel zu stumpfsinnig. Ich mag da eher etwas abgefahrenere Geschichten, humortechnisch. Aber ganz, ganz großes Kino, Ace Ventura, vor allem die Szene, in der er sich in das Irrenhaus einschleusen lässt. Um dort quasi nachzuforschen über diesen Footballspieler. Das hier wird sehr eng, meine lieben Freunde der Nacht. Sehr eng. Ich sollte mir die Ofax aufheben, weil ich hier noch einige Werte brauchen können müssen. Sollen haben dürfen. Hier oben muss man erstmal ein bisschen für Lu sorgen. Alter, sind das viele. Ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl bei der Kiste hier. Ach du Scheiße. Ach du ahnst es nicht. Was ist hier los? Du. Da kommt so ein Sack. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt wird's echt eng hier, Leute. Ich muss mich jetzt gerade mal konzentrieren. Ich würde gerne weiter plaudern mit euch. Aber jetzt gerade muss ich mich mal echt derbst konzentrieren hier. Hier noch eine Nordwand muss hin. Bei den dicken brauche ich die nicht hinsetzen. Da bringt die nichts. Das haben wir ja schon gelernt. So. Ich bräuchte mal so ein Doompilz nochmal. Hier setzen wir so einen hin. Der kriegt dann einen Hüpfer da.
Hier geht's gleich. Ja, jetzt kommt der Rasenmäher. Das... Ach, du ahnst es nicht. Ach, du Scheiße. Die zerstören mir alles hier und ich habe keine Sonnenblumen mehr. Boah, so habe ich aber auch noch nicht gefailt, oder? Fällt euch eine Folge ein, wo ich schon mal so gefailt hätte? Jetzt kommt die Huge Wave. Mal gucken, ob wir die noch überstehen. Ich bin ja quasi hier out of everything. Oh, fuck it, fuck, fuck, fuck. Freeze! Nobody move! So, da unten ist so einer. Da machen wir mal einen Doom-Bild-Bums. So, euch zwei kriege ich gleich mit einer Bombe. Das ist gar nicht nötig. Guck mal, jetzt sind natürlich die Cattails geil, Jonas. Was sagst du jetzt? Jonas. Jonat. Jonathan. Nein, du heißt ja Jonas, weiß ich. Du bist ja mein fleißigster Kommentator derzeit. Ein großes Dankeschön dafür auch noch. Wir haben es geschafft. Zwar knapp, aber wir haben es geschafft. Weltmenü. Cool. Jetzt haben wir noch Survival Roof Hard. Und, ja, was ist das eigentlich? Der Unlock. Keine Ahnung, werden wir dann sehen. Das sieht aus wie Zombies am Pool. So, gucken wir nochmal kurz in den Zen-Garten. Ein Baum des Lebens, den könnte man nochmal ein bisschen fressen geben, ne? Baum des Lebensfutter, ja, kauf mal was. Go back. Flup. How many cherry bombs does it take down a Gargantua? Here's a hint, more than one. Fewer than three. Etwas expliziter, zwei. Okay. Einer, mehr als einer und weniger als drei. Wie viel sind das? Gut, meine Frau hat's gewusst. Hättet ihr es gewusst? Ich weiß es nicht. Also, Schätzchens, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Let's play Plants vs. Zombies. Hier fehlt ein Zombie, das ärgert mich. Warum? Keine Ahnung. Finden wir es raus. In der nächsten Folge. Vielleicht. Definitiv. Vielleicht. Macht's gut. Tschüss.